Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das war jetzt echt knapp. Ich trottel. Ich krieg eine neue Figur. Ja, jetzt wundert ihr euch erstmal. Oh, Cartoon Collection. Ich dachte, der Master Early sammelt keine Cartoon Collection. Mache ich auch nicht. Ich tu Cherry Picken. Das habe ich gesagt. Und hier ist der Clawful. Das habe ich auch schon gesagt. Den werde ich mir holen. Ja, jetzt habe ich den gehabt und habe den schon fast aufgerissen. Fast. Und ich muss ja ein Video machen. Ich meine, ich muss gar nichts, aber natürlich will ich ein Video machen und meine Meinung zu diesem, zu dieser Figur euch aufs Brot schmieren. Naja, ab in die Ego-Perspektive und los geht's. So, meine lieben Sammlerfreunde, dann seid mir mal recht herzlich gegrüßt in der Ego-Perspektive. Und da haben wir, ja, ich habe mal eine Cartoon-Collection-Figur gekauft. Und wo der angekündigt worden ist, war mir schon klar, diese Cartoon-Collection-Figur wirst du dir kaufen. Ja, nun kenne ich mich mit der Cartoon-Serie natürlich nicht so genau aus. Wir hatten das auch schon mal bei uns im Discord-Kanal miteinander diskutiert. Woher denn jetzt diese Figur und dieses Horn eigentlich stammt? Aus welcher Folge? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung, dass das irgendwie aus The Game? Dass die Figur daraus kommt? Oder war es was anderes? Naja, wenn ihr das wisst, klöppelt's doch mal in die Kommentare rein. Aus welcher Folge dieser Clawful bzw. dieses Horn, ja, was da benutzt wird, stammt. Weil das ist eine europäische Karte und leider steht da nicht drauf, aus welcher Folge das ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Nun gut. Oder steht es hier im Stern? Nö. Da steht nur was von Comic drinne. Ja, also das Artwork ist ja auch wieder... Also das haut mich jetzt nicht so vom Stuhl. Ja. Clawful sieht da auch anders aus, ne, als hier. Also hier sieht er nicht ganz so cartoonig aus. So sah er aus. So sah er aus im Cartoon. Naja. Gut, hier haben wir noch weitere Figuren der Cartoon Collection. Und dann lasst uns mal den Boomo-Move machen. So, und da haben wir das... Ach du Scheiße. Hey, wollt ihr mich verarschen? Da haben wir das Comic. Sorry für das... Ach du Scheiße. Der He-Man aus. Oh Gott. Ja. Also, komm, Leute. Geht euch mal ein bisschen an, ey. Es wird ja immer schlimmer mit He-Man. Boah. So. Wir haben den Zettel wieder drinne. Ja. So, dann haben wir das Comic. Boah, das sieht ja drinnen genauso schlimm aus, der He-Man. Skeletor, Orko, das kann man alles... Das sieht aber He-Man. Junge, Junge, Junge. Der sieht ja fast aus wie von Super Seven, der He-Man. Als ob er auf dem Klo hängt. Und hat zu viel Reis gegessen. Naja. Ja, ich glaube, das ist The Game gewesen. Genau, es wird nämlich... Weil nämlich hier... Spycore in der Folge sozusagen in den Ring geschickt wird und muss gegen Fisto kämpfen, glaube ich. Ja, schaut es euch an. Das werde ich jetzt natürlich nicht hinten dran hängen, weil hier wirklich, das ist ein Bilderbuch. Und das ist halt einfach schwierig, man kann ein bisschen erahnen, wie die Geschichte jetzt sein soll, aber es ist halt einfach schwierig. Ja? Mit Texten weiß man, was der Zeichner sich gedacht hat. Ja? Ohne Texte weiß man das nicht. Ja? Naja, so, dann holen wir noch die Figur raus.
Ich will euch mal kurz zeigen. Ich sag mit dem Boom-Move, das ist immer eine feine Sache. Da ist die Karte nahezu unberührt. Ja, klasse. Nice. So, dann haben wir hier die Figur. Die ist wieder mit Stripes festgemacht. Fertig. So. Da haben wir die Figur draußen. Er hat die Scherenhände von Buzzoff und von Clawful natürlich. Ja, also mir gefällt der so richtig gut, weil der wirklich so komplett anders aussieht, wie Clawful halt als Figur kam. Und das ist schon krass. Der hat doch ganz schön krasse Farben. Schaut euch mal das Orange an. Er hat aber Skeletor-Krallenfüße. Das hat er. Ja, das haben die wahrscheinlich im Cartoon alle gehabt, weil eigentlich hatte er ja so ein bisschen andere Füße. Es gab ihn auch mit Skeletor-Krallenfüßen. Das war dann eine Variante. Ja, ist wieder. Kann man sammeln und kostet mehr Geld. Aber für Variantensammler ist das natürlich eine feine Sache. So, dann haben wir hier dieses Horn. Ach, wie heißt es denn? Horn der Hörner. Ach, ich. Hildo hat euch lieb. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Ja. Der kann das wahrscheinlich auch in den Mund nehmen. Ja, komm. Ja, und wenn man ihm dann noch die Hand da so drunter macht, dann kann er. Ja. So hört sich das an. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich habe mir für diese Figur gleich was überlegt. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, also er hat ja auch auf jeden Fall auch einen schmaleren Oberkörper. Und jetzt bin ich ja platt. Du kannst dem. Doch, warte mal, das muss doch gehen. Die Rüstung, die der anhat, die ist. Kannst du die dem überhaupt ausziehen? Schau dich das mal an. Die hat überhaupt nichts, wo man die öffnen kann. Aber man kann sie. Man kann es rausdrehen. Und dann hat man sie ab. Na gut, also. Und der Oberkörper, schaut euch den mal an, der ist ganz anders als so ein He-Man-Oberkörper. Also viel weniger, also voluminös. Weniger voluminös. War das bei allen Cartoon Collection Figuren so? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Wahrscheinlich doch. Wieder was gelernt. Und zwar wollte ich aus dieser Figur, um das euch jetzt mal weiter zu zeigen. Ich habe gedacht, der passt doch auch wunderbar als Charakter zu den Snake Man. Und da habe ich was vorbereitet. Schaut mal hier. Das ist von dem King Hiss, der Kragen. Den habe ich sozusagen so ausgeschnitten. Dann kann man den ihm hier drüber machen. Den Kopf wieder drauf. So. So, und dann habe ich den ein bisschen hier mit dem Orange bemalt, dass das auch zu dem Rest von dem Knilch passt. Und so kommt er jetzt bei meinem Snake Man. Kann man machen, oder? Also ich finde, das sieht interessant aus. Warum nicht? Gebe ich ihm noch eine Waffe in die Hand? Na gut, er hat ja keine Hand. Nein. Aber ich finde, das sieht gut aus. Ja. Ich denke, wir brauchen mit der Figur jetzt auch nicht unbedingt noch auf die Drehscheibe. Der hat mir als einzigstes im Moment gefallen von der Cartoon Collection. Es gefallen mir auch andere, das muss ich ja schon sagen. Das Problem ist halt, ich habe keinen Platz. Ich muss irgendwas weglassen. Und die Turtles of Grayskull sind mir einfach mehr wert. Ja, so entscheidet sich jeder Sammler irgendwann seinen Weg zu gehen. Und ich habe mich im Moment dafür entschieden. Vielleicht ändere ich das auch mal wieder. Aber ja. Das ist jetzt mein neuer Snake Man erstmal. Okay, also. Dann sage ich euch eine gute Zeit da draußen. Bleibt mir wie immer gesund. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Und schönen Gruß vom Pockin' Joe zum Abschluss.
Und der Master Ölli sagt tschüss.